Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel und es ist der 3. August, heute 18.10 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um den MDAX. Der schläft noch schön. Ja, der ist schön in der Seitwärtsphase hier seit Beginn Juni, volle 2 Monate, der schläft noch schön. Die Bänder sind so eng wie schon lange nicht mehr, 1204 Punkte Differenz. Das hatten wir das letzte Mal in der Prä-Corona-Phase hier. Natürlich geht es auch noch enger, klar, aber wenn Sie das hier mal vergleichen, wo wir momentan sind mit dem, was wir der ganze Zeit hatten, ist das schon erstaunlich. Das ist schlicht und ergreifend die Folge von dieser Seitwärtsbewegung. Guck mal aus, der Schlauch wird enger. Die Wolle geht ein bisschen raus. Was haben wir hier? Die Bänder, wir haben die Unterstützung am Donnerstag und am Freitag gesehen und genutzt. Und heute also auch eine sehr, sehr schöne, heute hier am Montag eine schöne Bewegung nach oben gemacht. Das gefällt mir insgesamt recht gut. Die gleitenden Durchschnitte kuscheln jetzt hier miteinander im Niveau von 26.795, geben keinerlei Signal. Dass die bei so einer Seitwärtsphase mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter gehen, da können Sie wirklich nur diesen ganzen Bereich hier sehen. Da haben Sie das beste Beispiel raus, rein, jetzt wieder raus. Es ist eigentlich nichts passiert mit dem Kurs. Ja, das bringt jetzt hier momentan herzlich wenig da, was draus zu erwarten. Was machen die Techniken? Das MACD scheint sich ein bisschen zu fangen. Aber auch hier, schauen Sie mal, wie eng, wie nah an der Nulllinie das ist. Da können Sie gar nichts mitmachen. Also ich wüsste nicht was. Weder die traditionelle noch die moderne Sichtweise ist irgendwie nennenswert gebessert oder nennenswert. Weder die traditionelle noch die moderne Sichtweise gibt irgendeinen Ausschluss. Was ich ein bisschen besser finde, ist hier unten der Oszillator. Dreht auf tiefstem Niveau und dreht über den Bereich von 20. Wer heute bei dem Webinar dabei war von der Deutschen Börse bzw. von der Börse Frankfurt, der hat es auch nochmal gehört. Ich bin da sowas von statisch. Ja, mich interessiert das nur, wenn es über die 20 geht. So, also von daher, es ist nicht viel zu sehen. Jetzt will ich euch aber noch was zeigen erstmal, und zwar die Woche. Wir sind hier in der Nähe dieser, was ich nenne, Abrisskante. Ich zeige dir auch gleich nochmal im Tageschart. Wir haben alles, mehr oder weniger fast wieder alles aufgehört, von 18.000 auf 26.061. Wir haben hier immer noch ein Verkaufssignal wochenweise über das MACD und genau das gleiche über die Stochastik. Ich habe es im DAX auch gesagt, ich gehe davon aus, dass wir an diese Abrisskante kommen. Beim DAX sind wir sogar leicht drüber gewesen, die ist bei 13.000, ich glaube 30. Aber das sehe ich also auch, kann ich mir sehr gut vorstellen, hier beim MDAX 27.924. Aber da muss er sich wirklich beweisen und da muss ich echt beeilen. Das gefällt mir hier auf Wochensicht gar nicht. Jetzt gucken wir nochmal kurz im Tageschart, ob man die da sieht. Das hier ist die Abrisskante. Da. Und die ist bei 27.951. Wenn er, also jetzt hier das letzte Zwischenhoch, was wir hier haben an diesem Tag hier, und das ist bei 27.526 rausnehmen, hat er sofort einen ganz dicken Klops wieder vor sich. Das ist es, was mich vermuten lässt, dass der Markt hier eine Pause braucht und bis Ende September tendenziell eher weicher wird. Also ein kurzfristiges Aufbäumen, 7, 8, 9 Handelstage, aber dann sollte er eher wieder eine Etage nach unten gehen. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Und zwar für diejenigen unter euch, die glauben, der Markt nimmt es raus und versucht sogar die Abrisskante zu überbieten. Ich habe da meine Zweifel, allerdings für einen kurzfristigen Zock finde ich den nicht uninteressant. Das ist ein Schein, der liegt ziemlich genau hier bei 25.330. Das ist dieser hier mit momentan einem Hebel von 20 von Goldman mit der Kennnummer GC6Z3F. Gustav Cäsar 6, Zeppelin 3, Friedrich. Das ist der eine. Und hier muss man sich stoppen, weil was gar nicht gut wäre, ist, wenn wir hier drunter gehen unter die 24.770, das ist das Low vom 15.06. Das ist gefährlich. So, dann haben wir hier als Short, und diesen Short, den muss ich hier drüber legen, ja, über den Bereich von 28.500. Muss ich den drüber legen, dann nehme ich auch ein bisschen den Hebel raus. Und mit sowas hier kann ich mich ganz gut anfreunden. 28.445, der liegt also weiter hier oben.
28.445, das ist im Moment ein 15er Hebel und hat die Kennnummer Gustav Bertha 9 Siegfried Heinrich Y GB 9 SHY. Also für mich ist das noch zu signallos. Ich will da auch noch warten. Die Punkte für mich, die interessant werden fürs kurzfristige Trading, ist hier da oben diese 27.600 und hier unten drunter da die 25.300. Ich fasse momentan nicht an, das ist mir einfach zu wenig. Ich wünsche euch was. Happy Trading, fette Beute, bye bye.